So, und jetzt öffnet sich die Tür und ich sage herzlich willkommen zurück aus der kurzen Kaffeepause und herzlich willkommen zur nächsten Keynote, einer Gemeinschaftskeynote von Staatssekretär Fido Rose und Michael Metzig. Ein paar Worte zu den beiden. Fido Rose ist seit Mai 2021 Staatssekretär und Amtschef im Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung und seit Juni 2021 Beauftragter für Informationstechnik, also CIO und Digitalisierung, also CDO in Rheinland-Pfalz. Und an seiner Seite heute mit dabei Michael Metzig. Er ist geschäftsführender Direktor beim Städtetag in Rheinland-Pfalz und diese Position wurde relativ neu geschaffen und Michael ist seit bereits 2014 für den Städtetag tätig und war zuvor Leiter Wirtschaft und Finanzen. So, und die beiden werden heute gemeinsam sprechen, denn sie sagen auch, Digitalisierung ist ein Gemeinschafts- und Organisationsprojekt und wir freuen uns jetzt auf eure, auf euren Erfahrungsbericht über die Zusammenarbeit von Land und Kommune in Rheinland-Pfalz. Ja, vielen Dank und auch ein herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ich bin sehr froh und dankbar, heute mit Michael Metzig zusammen hier unsere Erfahrungen aus der OZG-Umsetzung und unsere Schlussfolgerungen aus der OZG-Umsetzung oder unser Zwischenfazit aus der OZG-Umsetzung, denn das Online-Zugangsgesetz ist ja noch lange nicht wirklich umgesetzt, einmal zu präsentieren und dann natürlich auch mit Ihnen und mit euch zu diskutieren. Ich will, bevor wir inhaltlich starten, noch mal kurz darauf eingehen, warum aus meiner Sicht wir am 31.12. nicht den Erfolg hatten, den wir uns alle vorgenommen hatten, als das 2017 das Online-Zugangsgesetz verabschiedet wurde. Ich glaube, das sind drei zentrale Fehler und ich möchte drei zentrale Lehren aus diesen Fehlern präsentieren und sagen, warum Digitalisierung ein Organisationsprojekt ist und was das entsprechend bedeutet dann. Zum einen, und das ist hier, glaube ich, vielleicht kein einfacher Quick-Win für Sympathie im Auditorium, sondern es ist meine feste Überzeugung. Zum einen haben wir viel zu spät die kommunale Perspektive mit in die Umsetzung mit einbezogen. Ich bin Michael und den Kolleginnen und Kollegen der kommunalen Spitzenverbände in Rheinland-Pfalz sehr dankbar, dass wir das hier im Land gut zusammen hinbekommen haben. Aber die Perspektive, die Berücksichtigung der kommunalen Belange wurde im Gesamtprojekt eben entsprechend viel zu spät berücksichtigt und hat natürlich jetzt auch damit zu tun, dass wir am Ende noch nicht alle EFA-Leistungen vorhanden haben und dass wir auch, was die Umsetzung in den Kommunen angeht, noch immer viel zu tun haben. Das zweite ist das Datum. War es am Anfang, glaube ich, eine Art Katalysator, dass endlich wieder was losgeht? Und so würde ich das Online-Zugangsgesetz auch im Gesamten charakterisieren, dass wir eine gute neue Dynamik hinbekommen. Hat man doch gemerkt, jedenfalls in der Zeit, in der ich für das Online-Zugangsgesetz und die Umsetzung zuständig bin, nämlich ab Mitte 2021, dass das Datum doch an vieler Stelle eher als Hemmnis und als, Mühlstein fast schon in der Online-Zugangsgesetz-Umsetzung betrachtet werden muss. Denn viele haben gesagt, naja, wir schaffen das ja dann am Ende doch nicht. Und welche organisatorischen Voraussetzungen kann ich denn jetzt auch überhaupt noch schaffen? Und sehe ich denn überhaupt den Erfolg? Deswegen bin ich sehr dankbar, dass das OZG-Änderungsgesetz, was jetzt auf dem Weg ist, zum einen die Kommunen schon mal einmal mit adressiert, wenn auch appellatorisch, und zum zweiten auch kein Umsetzungsdatum hat, denn Digitalisierung ist eben ein Marathon und hat kein Enddatum. Und das dritte ist, dass wir das Online-Zugangsgesetz in einer typisch deutschen Weise digitalisiert und umgesetzt haben. Nämlich wir haben erstmal geguckt, was sind denn eigentlich alle Verwaltungsleistungen, die es gibt, und dann angefangen, alle zu digitalisieren. Und genau diese Vollständigkeitsfokussierung, und das ist einer meiner Lehren und ich glaube auch einer der Lehren, die wir, lieber Michael, zusammengezogen haben, diese Vollständigkeit war eben auch ein entsprechender Hinderungsgrund. Nach den drei Fehlern, deswegen drei Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz dem entgegengesetzt. Zum einen geht es darum, möchte gleich damit anfangen, dass man das Richtige digitalisiert und alles in Frage stellt. Michael wird dazu noch ein bisschen theoretisch auch ausführen, wie wir uns das entsprechend vorstellen. Wir haben uns als Land und natürlich mit den kommunalen Spitzenverbänden zusammen eine gemeinsame Meilensteinplanung
für die Online-Zugangsgesetz-Umsetzung gegeben und haben dann auch die vor- und die nachgelagerten Prozesse betrachtet und nicht einfach nur das Frontend uns angeschaut. Wir wollen, dass in Rheinland-Pfalz die Prozesse durchdigitalisiert sind, aber nur die Prozesse, die auch sinnhaft digitalisiert werden können. Deswegen müssen wir uns, glaube ich, in Deutschland davon verabschieden, dass wir ein Ziel verfolgen, auch das letzte Detail zu digitalisieren, sondern eben uns entsprechend fokussieren. Bin sehr dankbar, dass wir im IT-Planungsrat da mit einem Beschluss schon dafür gesorgt haben, dass wir einen Fokus legen. Und ich glaube, dass wir jetzt auch, was die Fragen, die zukünftigen Fragen angeht, schauen, dass wir lieber wenige die zentralen Leistungen digitalisieren und dann schauen, dass wir eben von Beginn bis zum Ende eines Verwaltungsprozesses das digitalisieren. Und es schadet übrigens auch nicht, sich den ein oder anderen Prozess anzuschauen, in die Hand zu nehmen und auch zu verwerfen und zu sagen, den digitalisiere ich nicht oder vielleicht auch zu sagen, den Prozess brauche ich gar nicht. Was ist meine zweite Lehre oder unsere zweite Lehre? Das ist die Überschrift. Digitalisierungsprojekte sind Organisationsprojekte. Wir haben Prioritäten gesetzt und wir gucken jetzt genau, dass wir die Motivation hochhalten. Wir brauchen Fortbildung, wir brauchen Weiterbildung, wir brauchen Qualifizierung auf der kommunalen Ebene, im Übrigen auch auf der Landesebene. Denn auch in den Landesverwaltungen, in denen OZG-Leistungen umgesetzt werden, sind Kompetenzen aufzubauen und sind natürlich auch die Menschen zu motivieren, dass wir einen Wandel in der Verwaltung haben. Nur einen Wandel in der Verwaltung kriege ich nicht hin, wenn ich sage, ich baue jetzt alles um, sondern den Wandel in der Verwaltung kriege ich, glaube ich, gut hin, wenn ich mich fokussiere und sage, das sind meine zentralen Projekte, die ich umsetzen möchte. Da bleibt mir zum Schluss eigentlich vor allen Dingen meine dritte These, nämlich, dass wir Zeit brauchen. Die Digitalisierung in Deutschland, die geht von Ort zu Ort unterschiedlich voran. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ganz natürlich ist. Wir haben in Rheinland-Pfalz eine sehr heterogene Struktur an kommunaler Struktur, von sehr klein bis groß. Und die natürlich sind diejenigen, die da einen Fokus, auch finanziellen Fokus drauflegen können, dann etwas schneller als die, die klein sind. Und natürlich brauchen diejenigen, die in der Struktur kleiner sind, nochmal einen deutlich stärkeren Unterstützungsangebot als diejenigen, die groß sind. Und natürlich werden auch dort, wo große Gebietskörperschaften sich auf den Weg gemacht haben, zu digitalisieren, schon jetzt auch Erfolge sichtbar. Und deswegen müssen wir uns verabreden, dass es klar ist, dass das ein großer digitaler Transformationsprozess ist, der eben in die Verwaltung viel tiefer hineinwirkt, als nur ein Frontend zu digitalisieren. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch in den Geist des OZG-Änderungsgesetz mitbringen müssen und was wir aus Rheinland-Pfalz auch gerne gemeinsam kommunale Spitzenverbände und die Landesregierung einbringen möchte, dass wir sagen, wir brauchen einen umfassenden Blick auf die Transformationsprozesse, wir brauchen Zeit, wir brauchen Ressourcen und wir brauchen entsprechend auch eine Motivationsanleitung und eine Motivationsschaffung bei den Menschen, die eben nicht, wie wir alle hier im Auditorium, sowieso schon digitalisierungsaffin sind und natürlich auch die Digital-Lobegemeinschaft in Deutschland bilden, sondern wir müssen alle mitnehmen und wir müssen dann auch akzeptieren, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt. Soweit von mir und Michael, jetzt hast du das Wort, bitteschön. Ja, vielen Dank, lieber Fredo, meine Damen und Herren. Digitalisierung ist ein Organisationsprojekt. Ich habe hier mal so drei Stimmen mitgebracht, schleppende Umsetzung, OZG, warum eigentlich? Ja, und Sie sehen, wenn Sie mal so draufschauen, Wissenschaftlicher Beirat, Bundesministerium für Wirtschaft spricht von dem Koordination- und Organisationsversagen der öffentlichen Hand. Der Bundesverband der deutschen Industrie spricht von dem Paradigmenwechsel, den wir brauchen. So stark ähnlich, wie Stein-Hardenberg das gemacht hat zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der Normkontrollrat, der auch Radikalität im Denken fordert. Also das nur mal so drei Stimmen, aber man sieht doch deutlich, dass es ganz stark in Richtung Organisation geht und dass Organisation und Koordination mit die größten Hemmschuhe gewesen sind und ja noch sind bei der OZG-Umsetzung. Wenn wir mal schauen, warum das so ist, dann muss ich gar nicht mehr so viel zu sagen, weil da hat der Herr Böhnig ja vorhin, das haben sicherlich auch mit zugehört, ja einiges schon gesagt, hat natürlich damit zu tun, und es ist, glaube ich, auch gar kein Vorwurf an Bund, aber auch EU-Ebene, die halt ganz stark den Fokus hatten auf die Bürger. Ja, was ist die Erwartungshaltung der Menschen da draußen? Was erwarten die eigentlich? Ja, im Vergleich jetzt auch zum Wirtschaftsgeschehen.
OZG ins Leben gerufen, Single Digital Gateway und so weiter, diese ganzen Themen, aber halt dabei die Verwaltungssicht vergessen, damit aber auch die Chance übersehen, die Verwaltung mit zu modernisieren, also Chance und auch Notwendigkeit nicht gesehen. Ja. Fokus Antragstellung, Sachbearbeitung, das ist auch nichts Neues. Ja, das ist im Prinzip der Ausfluss dessen, auch beim OZG, der Fokus auf die eine Seite und im Prinzip kein Fokus auf die End-zu-End-Digitalisierung. Wir in Rheinland-Pfalz sind 2017 auch in die Umsetzung gestartet, auf kommunaler Ebene mit dem Land gemeinsam, haben das ganze Projekt als IT-Projekt gesehen und haben es angedockt auf kommunaler Ebene bei den IT-Verantwortlichen der Kommunalverwaltung. Ja. Haben dann nach ungefähr 1-2 Jahren gemerkt, das funktioniert so nicht, das kann so nicht gehen, es ist weit mehr als nur IT. Und wir können ja bitte nicht nur auf den Antrag fokussieren. Das heißt, wenn wir einmal jede Verwaltungsleistung anpacken, dann machen wir es doch gleich richtig und digitalisieren von Anfang bis Ende durch. Und das ist der Weg, den wir jetzt in Rheinland-Pfalz gehen seit einigen Jahren und das Ganze auch durchaus erfolgreich. Warum haben wir das gemacht? Sie kennen die Punkte, die dafür sprechen, Effizienz, das Thema Fachkräfteverfügbarkeit, aber auch ein bisschen zu schauen, schaffen wir für Mitarbeiterinnen in der Verwaltung Freiräume für andere Aufgaben, für andere Kunden. Wir können schneller sein, wir können auch ein bisschen strukturierter sein vielleicht. Geringere Fehleranfälligkeit ist ja auch ein Thema dabei. Letztlich geht es ja darum, wie attraktiv können wir eine Kommune gestalten im Bereich der Digitalisierung. Ja? Und wir haben halt relativ schnell gesehen, dass, ich hatte es ja gerade gesagt, IT gar nicht im Fokus steht, sondern wir uns die Organisation anschauen müssen. Und wir kommen ja in der öffentlichen Verwaltung aus einer Aufbauorganisation mit einer relativ starren Hierarchie, was Vorteile hat, was Gründe hat. Aber das funktioniert halt nicht. Ja. Dieser Typus, den wir gefahren sind über 100 Jahre, mit dieser Struktur bewältigen wir nicht die Digitalisierung. Wir müssen also weg von Aufbau hin zu einer Ablauforganisation. Wobei, hier kann man trefflich streiten, wird die öffentliche Verwaltung jemals in so einen Organisationstyp kommen oder geht es in Richtung Matrixorganisation, also die Verbindung von beiden. Aber Fakt ist, dass da was passieren muss. Wir in Rheinland-Pfalz sind diesen Weg gegangen und haben uns stärker mit Abläufen befasst. Wir haben, der Herr Böhnig hat vorhin gefordert, eine einheitliche Plattform. Die haben wir in Rheinland-Pfalz für unser Bundesland. Die Hessen haben übrigens dieselbe. Das ist das Produkt Cervento von der E-Com. Soll aber kein Werbeblock werden. Wir haben jetzt ungefähr 50 Verwaltungsleistungen, die wir von der Antragstellung bis zur Sachbearbeitung durchdigitalisiert haben, komplett, und die über eine Organisationsstruktur jetzt quasi an alle Kommunen weitergegeben werden. Aber die Kommunen können nicht einfach jetzt beginnen und sagen, so, wir bekommen da Verwaltungsleistungen und setzen die jetzt um, sondern, und das ist halt der große Anstoß und auch der große Prozess, in dem wir uns jetzt befinden, nämlich, dass wir ins Prozessmanagement reingehen, in jeder einzelnen Kommunalverwaltung. Und hier sehen Sie mal 6 Punkte, das sind so die sechs wesentlichen Dimensionen, wenn man sich mit diesem Thema Prozessmanagement befasst, angelehnt an Unternehmen, aber das ist alles übertragbar auch auf den öffentlichen Bereich. Ja? Also Identifizierung von Prozessen, das heißt, welche Rechtsgrundlagen sind denn eigentlich relevant für Prozesse und wer löst denn eigentlich eine Bearbeitung aus für eine Verwaltungsleistung? Ja? Und wenn ich dann weiterschaue, wie laufen denn Prozesse ab? Also wer bearbeitet hier welche? Welche einzelnen Bearbeitungsschritte gibt es? Welche Organisationseinheiten sind involviert? Gibt es vielleicht andere Behörden, die da mitarbeiten müssen? Das alles wurde relativ einfach gemacht oder wird noch gemacht. Ja? In Workshops zumeist, wo halt die Sachbearbeiterebene zusammenkommt mit den OZG-Verantwortlichen auf kommunaler Ebene, man sich einfach mal einen Tag Zeit nimmt und das versucht im Prinzip mal Schritt für Schritt aufzuzeichnen, man auch feststellt, dass eine Sachbearbeitung oftmals einen ganz anderen Blick hat auf die Dinge als jetzt eine Führungskraft. Ja? Also das sind alles sehr interessante Dinge, die da rauskommen und so man sich im Prinzip diesem Thema Prozesse nähert. Und dann aber auch schaut, okay, welche Verantwortlichkeiten gibt es denn? Ja, im Idealfall ist nur eine Person für eine komplette Verwaltungsleistung verantwortlich. Und es ist halt nicht mehr so, dass im Prinzip die halbe Verwaltung damit befasst ist, verschiedene Bereiche in der Verwaltung, die jeweils einen Teil der Verwaltungsleistung abarbeitet. Ja.
Wichtig auch das Thema Schnittstellen. Ja, wenn ich Schnittstellen habe, also organisatorische Schnittstellen, muss ich die irgendwie managen. Ist ja auch ein Hauptproblem gewesen oder ist es noch bei der OZG-Umsetzung Schnittstellenprobleme zwischen staatlichen Ebenen, aber die gibt es halt auch in der Verwaltung. Prozessdokumentation ist ein weiterer wesentlicher Punkt, nämlich, dass die Verwaltung das, was sie da erarbeitet haben, die Abläufe, dass sie sie visualisieren, ja, dass sie sie festhalten in einer einheitlichen, verbindlichen Sprache, dass jeder darauf Zugriff hat und dass sie natürlich aktualisiert werden. Denn erst wenn ich diese Abläufe visualisiert habe, kann ich mir anschauen, okay, wo habe ich Optimierungspotenzial? Und das Schöne ist, da es jetzt relativ viele Kommunen bei uns machen, tauschen die Kommunen sich auch aus und stellen fest, wieso hast denn du bei dir 20 Arbeitsschritte, bei mir sind es nur 10, woran liegt denn das? Ja? Also da ist eine Menge Effizienzpotenzial dahinter, das man entsprechend heben kann. Sie sehen ja noch zwei weitere Punkte, Prozesscontrolling, naja, da sind wir noch nicht so ganz dabei, das zu machen, aber das ist auch ein wichtiges Thema, an das wir ran müssen, dass wir im Prinzip Erfolge auch messbar machen und natürlich organisatorische Rahmenbedingungen. Ja. Mitarbeiter qualifizieren, motivieren. Was wir jetzt in Rheinland-Pfalz machen momentan, ist, dass wir die OZG-Verantwortlichen weiterbilden in Projektmanagement, in Prozessmanagement und in anderen Themen. Also mit vielen Themen befassen, die mit IT gar nichts zu tun haben, einfach damit die Voraussetzungen überhaupt haben, diese ganzen Dinge entsprechend zu bearbeiten. Und wenn wir jetzt mal weiterschauen, Fedor, wenn du kurz weitergehst, womit wir uns auch in Rheinland-Pfalz, noch gar nicht befasst haben, aber das ist auch ein wichtiges Thema, warum eigentlich jede Kommune jetzt für sich das OZG umsetzt und Verwaltungsleistung digitalisiert. Also kann man das nicht zusammen machen. Ja? Sie kennen die Dresdner Forderungen, die so ein bisschen darauf abzielen, Länderbund, ihr könnt doch einfach die Aufgaben, die bei euch sind, rechtlich wieder zurück übernehmen und die erfüllen, ist ein guter Ansatz. Ich halte davon auch viel, aber ich halte ihn für etwas unrealistisch. Vor dem Hintergrund dessen, was wir bisher erlebt haben, bin ich eher dabei zu sagen, kann ich die kommunale Ebene, so wie wir das ja machen mit Zweckverbänden und ähnlichen Sachen, können wir nicht versuchen, die Dinge zusammenzubringen in Public Shared Service Center, ein Konstrukt, was jetzt nicht neu ist, ja, aber was man nochmal neu denken muss. Ja, aber das setzt natürlich voraus, dass wir nochmal standardisieren müssen. Ja, weil selbst solche ganz simplen Verwaltungsleistungen wie die Hundesteuer zum Beispiel, daran habe ich es versucht in Rheinland-Pfalz und habe festgestellt, 100 Kommunen, 100 verschiedene Art und Weisen, wie man diese Verwaltungsleistung bearbeitet. Ja, also bevor man da rangeht, muss man auch nochmal rangehen an das Thema der Standardisierung. Ja. Und das hört sich jetzt vielleicht alles so ganz einfach und gut an, aber, und da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, wenn Sie zu einer Sachbearbeiterin gehen und sagen, komm, wir setzen uns mal zusammen und du zeichnest uns mal auf, was du bisher eigentlich so gemacht hast und wir stellen das mal virtuell dar und dann digitalisieren wir das und denkt, dass dann die Sachbearbeiterin da einfach mitgeht, das ist halt, das haben wir auch festgestellt, oftmals nicht so. Es gibt Vorbehalte, ganz klare Vorbehalte, warum macht ihr das, muss das sein? Ist mein Arbeitsplatz in Gefahr? Was ist, wenn jetzt jeder das machen kann, wo ich ja so ein jahrzehntelanges Wissen aufgebaut habe, also das Thema Change Management. Und Sie sehen hier die einzelnen Phasen des Change Managements, das kennen Sie auch, ja. Aber die Frage ist, ob in der Breite die Kommunalverwaltung, die Führungsebene in der Lage ist, solche Change Management Prozesse wirklich über die Verwaltung hinweg zu steuern und zu organisieren. Und da habe ich doch ein Stück weit ein Fragezeichen, dass das gelingt. Und das ist halt auch ein typisches Organisationsthema, hat mit IT gar nichts zu tun. Das kann auch ein IT-Verantwortlicher gar nicht leisten in der Verwaltung. Ja. Also das sind doch klare Themen für die Verwaltungsspitze, auch für Büroleitungen und Stabsstellen in den Verwaltungen, die sich mit solchen Themen noch viel, viel mehr als bisher befassen müssen. Und darum, um mal zu einem Fazit zu kommen, ich sehe das Thema OZG natürlich auch kritisch, muss ich auch kritisch sehen, aber ich erkenne dennoch nach wie vor eine große Chance, dass wir das Thema nutzen und auch die Verwaltung modernisieren, transformieren. Aber, und das sage ich auch klar dazu, und da bin ich ein bisschen bei dem Herrn Bönig von vorhin, ich habe so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass das Top-Down funktioniert, dass das von Bund, Land und Kommunen auf die Art und Weise passiert. Ich glaube, besser ist, die Ansätze, die kommen von Bundesseite, in Sachen Digitalisierung, die werden laufen, aber dass wir von der anderen Seite kommen, von der kommunalen Ebene, die Landesebene und
einfach Impulse setzen für uns, für unsere Verwaltungseinheiten, wie wir im Prinzip die Organisation so hinbekommen, dass wir im 21. Jahrhundert halt einfach bestehen können. Ja? Und da kann das Land, da können die Länder unterstützen, finanziell mit Pilotprojekten, mit anderen Hilfestellungen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber ich glaube wirklich, das muss ein Bottom-up-Ansatz sein. Und der Bund kann natürlich ja auch Dinge leisten, der muss auch Dinge leisten. Themen, Schriftformerfordernisse, ganz Thema Nachweiserbringung und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir Kommunen auch selber schauen, was können wir leisten und wie bekommen wir unsere eigene Verwaltung halt durch eine viel stärkere Prozessbetrachtung zukunftsfit. Das ist der Weg, den wir in Rheinland-Pfalz gehen, den wir in der Spitze gehen, muss ich ehrlicherweise sagen, noch nicht in der Breite, aber es ist ein Weg, der hoffentlich an Breite gewinnen wird. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft und auch erforderlich, denn wir stehen vor anderen Themen. Registermodernisierung ist eins der Themen, die noch kommen werden. Ich glaube, sowas können wir nur bewältigen, wenn wir auch die Verwaltung entsprechend aufstellen. Vielen Dank. So, da bin ich wieder und sage vielen Dank zunächst an Fido und lieben Dank an dich, Michael, wirklich für die tollen Ausführungen. Und ja, möchte an dieser Stelle mich auch an bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken für eure zahlreichen Kommentare. Ich habe versucht, alles mitzuverfolgen und möchte an dieser Stelle auch eine kurze Q&A einleiten. Vielleicht so die erste Frage, weil ihr seid jetzt wirklich ein Erfolgsduo, wie ich das so sehe. Da kam eine Frage von, ich glaube, der Larissa war es. Wie kam denn eigentlich eure Zusammenarbeit zustande und wer hat den ersten Schritt gemacht oder ist auf die jeweilige Partei zugegangen? Wie war das in Rheinland-Pfalz? Ja, ich, vielleicht darf ich das, Michael, kurz. Das ist natürlich aus einem gegenseitigen Verständnis heraus, wie wir die Herausforderung Digitalisierung angehen wollen, gewachsen. Wir haben eine gemeinsame Projektstruktur. Es gibt das kommunale Projekt und es gibt das Landesprojekt und die müssen natürlich miteinander zusammenarbeiten. Und wir haben uns in einer Struktur zusammengefunden als OZG-Lenkungskreis. Und da gab es, glaube ich, keinen Schritt, den ersten auf den zweiten Zugang, sondern das gemeinsames Verständnis davon, dass wir Digitalisierung in Rheinland-Pfalz nur zusammen und nur genauso umfassend angehen können, wie wir es hier beschrieben haben. Sehr schön. Nee, also es wirklich kam auch sehr, sehr gut an. Also ihr könnt nach euch gerne auch noch die Kommentare in Ruhe durchlesen. Habt sehr viel Lob bekommen, auch sowohl für den Vortrag als auch die Zusammenarbeit. Und ich glaube, es ging dann auch so ein bisschen mit der Diskussion hin und her. Ihr hattet es angesprochen, das Thema Change Management, Mitarbeiter ist natürlich ein ganz wesentlicher. Einer hat gesagt, das ist sogar noch viel wichtiger als das Thema Geld und Ressourcen. Dann waren sich aber auch alle einig, dass es eigentlich nicht an der Motivation der Mitarbeiter liegt, sondern eher zum einen vielleicht am Verständnis und auch an der Zeit, am Arbeitspensum. Und viele Kommunen jetzt auch aus den Erfahrungen des OZG 1.0 etwas frustriert und überfordert sind. Seht ihr das auch so? Also den Frust, den spüren wir auf kommunaler Ebene natürlich ganz genauso. Ja. Aber die Frage ist halt, wie kommen wir trotzdem weiter und was ganz erfolgversprechend ist bei uns? Das können natürlich größere Verwaltungen ehrlicherweise besser als die kleineren, dass man neben dem OZG-Verantwortlichen halt in jeder Abteilung jemanden findet, der bereit ist, mit einer halben Stelle damit zu arbeiten. Das ist eigentlich der Ansatz, der sehr gut funktioniert, aber setzt die Bereitschaft voraus, dass natürlich die Führungsebene bereit ist, so eine halbe Stelle abzugeben. Ja, aber dann hat man im Prinzip in den Bereichen Ansprechpartner, mit dem man dann in die Umsetzung gehen kann. Das geht gut, aber ehrlicherweise, ich meine, ist jetzt nicht nur alte Sonnenschein in Rheinland-Pfalz. Ja, wir haben sehr viele kleine Gemeinden, Verbandsgemeinden, wo halt jemand mit einer halben Stelle, da ist jemand Tourismusbeauftragter und nebenbei OZG-Verantwortlicher. Ja. Und wenn ich vormittags eine Delegation aus China durch den Ort führe und nachmittags mich mit EVA-Leistungen befasse, dann wird es halt echt schwierig, was die OZG-Umsetzung angeht. Also das gehört auch ehrlicherweise mit dazu. Ja. Ein Beitrag war noch, an der Stelle, warum bedient man sich nicht des Know-hows der freien Wirtschaft? Hier sind Kernkompetenzen vorhanden. Die Erkenntnis, dass alle IT-Projekte auch und vor allem Organisationsprojekte sind, existiert dort schon seit Jahrzehnten.
Darf ich vielleicht sagen, das ist vielleicht eine Anregung für eine gemeinsame Session über die Frage, wie viel Staat ist eigentlich in der Digitalisierung und wie viele externe Kräfte haben wir eigentlich schon dabei, ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema. Insofern, Sie können sich sicher sein, wir haben sehr viele Beratungsdienstleistungen natürlich dabei an Bord in den OZG-Themenfeldern, sodass die Perspektive auf jeden Fall dabei ist. Ja. Sehr schön. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, gerade für die Dienstleister auf eine Kommune zuzugehen und die 50. Software zu verkaufen, ist das eine. Aber wenn man eine Beratungsleistung verkaufen kann im Bereich Prozessoptimierung, Prozessmanagement, ich glaube, da gibt es noch viel Potenzial. Also da reinzugehen, auch die Kommunen bei uns schaffen das nicht alles selbst. Auch da gibt es viele, die haben sich externe Beratung geholt. Und da kann man auch ein bisschen Geld verdienen an der Stelle. Ja. Super. Es ist schon wieder 11.30 Uhr. Ich muss an dieser Stelle leider abbrechen. Aber, lieber Fedor, wir dürfen dich jetzt gleich auch nochmal in der Panel-Discussion mit dem Thomas Bönig begrüßen. Michael, an dieser Stelle herzlichen Dank. Vielleicht magst du gleich nochmal in den Raum zurückgehen, die Kommentare nochmal anschauen. Es waren wirklich interessante Beiträge dabei. Sorry, dass ich nicht auf alle mehr eingehen konnte. Das würde jetzt wirklich den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber seid euch sicher, es findet nach wie vor Gehör. Und darf ich jetzt dann mit einem herzlichen Dankeschön nochmals in die Lobby zurückschicken und dann sehen wir uns gleich in den nächsten Sessions. Vielen Dank. Tschüss. Bis gleich.